Ich bin's. Immer noch so blass, immer noch Seth. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Machwerk der audiovisuellen Unterhaltungskunst. Viele Leute sagen mir, Seth, wir sehen dich gar nicht mehr Kaffee trinken. Und Leute, es stimmt, ich bin auf Koks umgestiegen. Man braucht ein bisschen was. Nein, natürlich nicht. Ich mach das nur eher heimlich. Endlich sind wir allein. Ja, im Endeffekt ist das halt auch alles eine Protestaktion gegen so Leute in meiner Umgebung, die irgendwelche merkwürdigen, exotischen Wörter benutzen, wo ich dann immer nicht weiß, was das bedeuten soll. Sowas wie ausschlafen. We don't do that. Aber Freunde, ich habe gehört, zum allgemeinen Aufwachen ist das Horrorgame des heutigen Tages ziemlich gut geeignet. Seht selbst warum. Der lang ersehnte Nachfolger vom legendären Horrorgame Aber Mama, ich möchte heute nicht in die Schule ist jetzt endlich da. Herzlich willkommen bei Du musst. Ja, neben Seth abonnieren und das Video liken natürlich auch bis zum Ende dranbleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Hi, mein Name ist Mikael. Ich möchte an dieser Aufgabe teilnehmen. Hi Mikael, dich. Willkommen bei Hide and Seek. Mein Name ist Akime und ich bin der Macher dieser Quest. Erzähl mir was von dir. Wenn du gewinnst, Drachen lernen, Bubble. Ich lebe alleine. Meine Familie ist mein jüngerer Bruder Alexander. Er lebt in einem Waisenhaus. Ich möchte einen guten Job finden, sodass ich ihn mit nach Hause nehmen kann. Das Geld würde helfen. Ja? Vorbildlich, Mikael. Ich wünsche dir viel Glück. Geh zu diesem speziellen Ort. Und vergiss nicht, es ist immer noch ein Hide and Seek Spiel. Also, werd nicht gefangen. Oh Gott. Alte, verlassene russische Fabrikgelände. Das ist, was Joe Biden nachts in seiner Nase popeln lässt. Hallo. Alter, Grillen.mp3. Können wir das ein bisschen leiser machen? So, ich soll die Quest schnell erledigen und dann hier raus. Springen die. Guck mal, ist offen, Alter. Warum springen die einfach über den Zaun? Guck mal, ich bin raus, Alter. Ha! Got it! Easy! Wait, what? Okay, Leute. Es freut mich, euch sagen zu können, dass ich dieses Game schneller erledigt habe, als ich dachte. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch bitte, wie gesagt, gern einen Daumen. Eine Zettelei. Leute, es stimmt alles. Dieser Bully, er ist ein Psycho-Verrückter. Ich hab's nur knapp geschafft, von ihm zu entkommen. Ach, ich blute. Ich denke, er wird mich bald finden. Ach, der hat's jetzt 2 Meter vom Anfang bis hierher geschafft. What the fuck ist das für ein Schrotthaufen, Alter? Hi, wer bist du? Motto, der Timex hier. Er funktioniert wie eine Motte. Wenn ich das Licht ausmache, dann sieht er mich nicht mehr. Ich bin quasi unsichtbar. Guck mal, Alter. Ein geiler Typ. Schon wieder Cosplay-Event hier irgendwo? Hab ich was verpasst? Jo, das ist einer der letzten übrig gebliebenen Techno-Soldaten von Heisenbergs Schrottfabrik. Als ich da aufgeräumt habe, war der einfach draußen im Busch pinkeln. Okay, Schätzchen. Ja, wir werden eine Menge Spaß hier haben, würde ich sagen. Sag mal, wo geht's denn hier eigentlich rein? Kannst du mir mal kurzerhand aushelfen? Oh, ich hab's schon gefunden. Mach dir bitte keine Umstände. Ich muss raus. Ich weiß, warum sie den rausgeschickt hat. Alter, der hat einen ganzen Baumarkt umgeschnallt. Das ist einfach Hornbach-Man. Oh, es liegen hier Gedärme? Ah, das ist natürlich fantastisch. Ich hätte auch in verlassenen russischen Fabrikgeländen nichts anderes erwartet. Aber was ist denn das jetzt hier für eine Quest, von der ihr mir erzählt habt, lang und breit? Kann ich hier nicht mal raus? Mist. Am besten, ich erhänge mich gleich mit dem Stück Dickdarm da. Oh, verstehe. Das Fenster ist ein transdimensionales Portal. Ich hätte es wissen müssen. So, was haben wir denn hier? Painkiller! Schade, dass das nicht in Anführungszeichen geschrieben wurde, ja. Also, ich gehe ja gerne mal in Lost Places und pfeife mir irgendwelche Pillen rein, die da einfach so rumliegen. Das halte ich für eine ausgesprochen gute Idee. Ich glaube, der hat gerade gesagt, wir brauchen irgendwie eine Leiter oder so. Na dann. Als ob ich nicht hier drüber klettern könnte. Bin ich zurückgeblieben oder so? Salam alaikum, meine Freunde. Hey, Kuckuck. Na, wie geht's denn so? Der hat auch diverse Brüder in Waisenhäusern und will eigentlich einen besseren Job, aber es gab keinen. Das ist so eine Arbeitsamtsmaßnahme hier. Oh, ach, die Leiter ist schon hier. Gott, das... Nee, so funktionieren Horrorgames nicht. Ich muss die erst suchen. Boah, jetzt ist hier, wir brennen überall Feuertonnen, Alter. Fast as fuck, boy. Ich finde das super geil. Wenn die so übelst scary designen und eigentlich sind es halt voll die Hampelmänner, Alter.
Schön. Oh, der Kerzenmann war wieder da. Hat für außerordentlich gute Ambiente-Stimmung gesorgt. Oh, ach, das Ding soll ich finden, oder was? Ah, okay, ich verstehe. Kann ich mir hier nicht so eine Pillen einwerfen? Ich glaube, der hat mich einmal kurz angedippt. Ist das hier das Waisenhaus? Oh, ist das vielleicht Alexander, Alter? Ah, da ist ein Bolzenschneider drin, den brauche ich für irgendwas, aber zuerst brauche ich einen Code. Alright. Es ist unmöglich, hier drüber zu kommen. Ich verstehe schon. Oh. Ich kann... Wait. What? Ich hab's nicht mal geschafft, die dumme Kerze auszupusten. Ich bin ein absoluter Vollversager. Oh, oh, oh. Hier ist was. Gib das her. Ein Key. Yes. Vielleicht muss ich wieder raus und dann in diese andere Tür da, wo ich zum Anfang rein bin. Ich glaube, das könnte so sein. Weil ich habe jetzt hier alles abgegrast. Ah! Holy shit, Alter. Nope. Nope, ich will nicht weiter. Das war so viel. Oh mein. Holy. Alter, ich habe mich ja schon lange nicht mehr so erschrocken. Oh, geiles Spiel, Alter. Let's go. Ich glaube, ich habe vor Schreck 10 Milliarden Knöpfe auf meiner Tastatur gedrückt. Ich habe jetzt wahrscheinlich God-Mode aus Versehen aktiviert oder so. Ey. Sag mal, deinen komischen Cousins Bescheid, die sollen weniger hässlich sein. Dankeschön. Alles klärchen. Jumpscares sind also reichlich vorhanden, ja? Oder war das der einzige Spaß des Tages? Dann bin ich entrüstet. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich hab... Nee, Mann! Ui! Alter, Alexander! Oh, shit, der macht mich fertig, Alter! Er ist ein Fastboy. Oh, du bist gestorben. Ich hab gar nicht gedacht. Ich dachte, ich bin ausgerutscht. Da lag eine Bananenschale oder so. My bad. Okay, alles klar. Warte mal. Hallo? Hier ist jetzt keine Leiter. Wo habe ich die denn herbekommen? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich habe die also irgendwo gefunden. Was ist das denn für ein Schrott? Jetzt ist die da. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts aufgesammelt. Ich check's nicht, Alter. Oh, Fahrzeugbenzin. Sehr gut. Okay, ich glaube, die Luft ist rein. Ich gehe mal. Warte mal, ach so, das ist ein anderes Fenster. Ach, jetzt hört doch auf, mich zu verwirren. Das macht ihr doch mit Absicht, diese Scheiße. So, ich glaube, hier ging es hoch. Und dann kann ich da bestimmt die Tür aufschließen, wetten? Also irgendwie. Key to the door. Danke dir, Digga. Ja, das ist eindeutig der Key für diese Tür. Ja, aber die Fronttür hier kann auch nicht gemeint sein. Hm. Surprise. Ey! Nö! Oh, das ist unfair. Aber guck mal. Geiler Typ. Ey, yo. Wo hast du den komischen Bullenschädel versteckt, du Assi? Nee. Sag mal, dann können wir das ja alles schnell beenden. Ich hab auch keinen Bock. Wait! What? What? Och, Mann! Oh, ist das dumm. Lass das doch offen. Warum würde man... Man kommt da von der anderen Seite doch nicht rein. Ich check diese... Okay, ich weiß, wo ich bin. Nee, wait. Warte. Nee, okay, ich dachte, das wäre... Oder ist es die andere Seite vom Tisch? Ja, ist sie, ne? Oh, ey, das ist doch komplett unlogisch. Warum würdest du das zumachen von da? Da ist man noch gar nie. Oh, genau deswegen habe ich das jetzt nicht vermutet. Das... Ach, lass mich einfach in Ruhe, Alter. Guck doch halt, Trimake. Was ist denn hier los? Es rumpelt und pumpelt in meinem Flur. In meinem Bauch rumpelt und pumpelt es. Excuse me, ich suche einen Kuhschädel. Haben Sie eine gesehen? Na, ich gebe mich nicht mit einer Packung Milch zufrieden. Ich will das ganze Ding, Alter. Nicht, dass sie das nachher doch wirklich nehmen. Was haben wir da? ich bin eins mit der Betondecke. Der beschwört gerade so einen richtigen Xenomorph, Alter. Ich sollte ihn nicht stören. Der ist sonst sauer. Sieh, moin. Boah, die sind ja alle unterwegs. Wie viele Leute haben die Quests eigentlich nochmal? Ich frage ja nur, weil man könnte sich ja absprechen. Ich meine ja nur. Keine Ahnung, wie viele Leute nicht im Flur über den Weg laufe. Und dann erschrecke ich mich vielleicht weniger, weißt du wie? Irgendjemand wird fragen, wie ist es dazu gekommen? Natürlich. Ich werde verrückt, wenn ich mit mir selber rede. Aber wenn du interessiert bist, dann hör zu. Witze Papierverschwendung, was die ja machen. Ich werde das dem Zentralrat der Grünen melden. Und dann wird das Ding ja ein für alle Mal stillgelegt. Könnt ihr alle heulen. Oh, er ist weg. Mist, der ist fertig, Alter. Jetzt habe ich es mit noch mehr zu tun als nur.
Ah, okay, es ist bloß der Typ. Als nur irgendwelche Gollums. Oh, fuck you, God! Au! Ich halte das nicht mehr aus! Ich hab's gar nicht gesehen, ey. Das ist ja anstrengend. Ach, das ist ja. Sagst du da vorhin schon? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, aber ich bin jetzt halt auch nicht weiter. Eine Leiter habe ich auch noch nicht gefunden. Oh, guck mal. Da steht wer. Aha. Soll ich da vielleicht hin zu der lieben Annegret und mal gucken, was da Sache ist, oder was? Oh, Mann, was? Ach, guck mal. Ich kann hier auch rüber. Ah, nice. Guck mal an. Oh, hier noch mehr Painkiller. Die Apotheke von Moskau nennen sie mich. Der King, der alleine das Königreich beherrschte. Ja, ja. Hab am 24. September 1650 in seinen Sessel gefurzt. Hier ist nichts. Hier ist nur der Zettel? Echt jetzt? Wait. 19 ist eingekreist. Kann das vielleicht ein Teil des Codes sein? So ein Mist. Die anderen Zettel habe ich aber nicht mehr. Falsch. Kann man das nicht oldschool machen und irgendwo an die Wand sprühen? Ach nee, warte mal, die Zettel, die liegen hier auch noch rum. Okay, sehr gut. Das heißt, die wichtigen, die sammle ich ein. Davon habe ich aber nur eines. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück, wo ich das Mädel da habe im Flur stehen sehen. Vielleicht ist da ja irgendwie was Neues und ich kann gleich den Code da irgendwie einlösen. Boah, ich fühle mich heute echt auch richtig überverpeilt hier. Warte mal, ich muss hier lang. Hier habe ich sie stehen sehen. Da direkt an der Säule, die beleuchtet ist. Kann eigentlich gar nicht sein. Liegt hier jetzt ein Zettel oder was? Ich höre irgendwas. Hallo? Oh, nee. Okay, hier ist sie nicht. Ist das vielleicht der andere Zettel? Ist hier was eingekreist? Nee, ist es nicht. Alter. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen finster. Moment. Das kommt definitiv von hier. Da stand ich eben. Hier an der Säule habe ich sie gesehen. Aber hier ist nix. Ja, jetzt so der Logik nach, dass hier vielleicht irgendwie ein, mal, hier ist was? 5. 5 ist eingekreist. Okay, also wir haben 1, 9 und 5. Okay, ich brauche noch was. Den nimmt er jetzt auch nicht mit. Interessant. Kann das mal ausprobieren? Da ist ein vierzeiliger Code. Ich weiß nicht, 1, 9, 5, 1 vielleicht? Keine Ahnung. Ich kann es jetzt nur mal probieren. 12 Sekunden später. Oh, es war eine 8. Wo auch immer. Okay, wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit gespart, hoffe ich zumindest. Hier ist ein Bolt-Cutter. Den brauche ich. WTF, Alter. Hi, welcome to Chili's. Hä? Hi, Jungs, wo kommt... Ich kann das Schloss im Keller aufbeißen mit dem Bolt-Cutter. Zahnärzte hassen diesen Trick. Das sind die anderen Questnehmer, die für ihren Bruder Alexander, Alexei und Alexandrovich hier den Job annehmen wollten, oder was? Ich verstehe. Guck mal, Augäpfel. Lol. Ja, die fehlten noch in der Sammlung, ne? Die Tür im Keller aufbrechen. Was für eine Tür, Alter. Was für ein Keller. Ich glaube, ich war da noch gar nicht. Kenne ich mich hier aus? Bin ich hier zufällig aufgewachsen? Er ist besetzt, leider. Ich bin jetzt hier. Also suchen Sie sich ihren eigenen Boltcutter. Ey, da hat gerade was geklopft. Schnapp ihn dir, Tiger. Wuff. Oh, nee, der kommt zurück. Oh, das ist aber fies. Come on. Warte mal, da muss ich hin. Okay, danke für diesen Hinweis. Ich hätte nie gefunden, dass da ein Keller ist, Alter. Yippie! Ui! Hier muss ich... Hier kann ich mich auch Gott sei Dank verstecken. Aber ich muss, glaube ich, rein, sonst geht er nicht weg. Wie ist jetzt hier zu? Ui! Warte mal. Warst du das? Nee. Nee, der kann mit Werkzeugen umgehen. Das ist die nächste Evolutionsstufe. Ja, cool. Wie kriege ich den jetzt hier weg? Au. Oh. Wait, warte mal. Wenn der da hingeht, dann ducke ich mich wieder. Oder gehe ich weg. Mist, der checkt mich. Wie mache ich das? Okay, jetzt geht er. No! Oh, es reicht nicht. Verdammt nochmal. Och, wie sieht denn der überhaupt aus? Was ist mit deinem Gesicht passiert, Alter? Ach du Scheiße. Der mit seinem Face einfach damals ins Feld umgeflügt. Ich sag's euch. Gutes Arbeitsmittel, der Brummer. Okay, ich gehe jetzt einfach runter, weil der geht nicht weg. Ich muss das jetzt riskieren. Oh! So werde ich den los, ja? Oh, come on! Ich muss mit meiner Suche für das Quest-Item weitermachen. Ja, mach doch mal auf. Oh, haust dir nicht gegens Nasenbein. Das war nicht Teil des Deals. Warte mal. Können wir das irgendwie glaubhaft verschließen, dass der nicht hier runterkommt? Weil das war... Oh, die andere Leiter. Ich habe jetzt schon Angst gehabt. Oh, shit. Dass ich das mit dem Bolt-Cutter, dass ich da die Leiter abschneiden muss. Das wäre halt voll dämlich, ey. Jetzt muss ich bloß noch lebend das Fenster wiederfinden. Oh, ich glaube, es ist hier. Yes, sehr gut. Ich habe auch
so ein bisschen so Taser Powerbond und ein paar Schrauben und ein Schlagbohrschrauber. Das habe ich alles immer instant dabei, das ist klar. Weil ich weiß natürlich, worauf ich mich hier einlasse. Wir haben schon das ein oder andere Horrorgame gespielt, ja? Ich weiß immer noch nicht, wie ich durch diese Tür... Ja, okay, ich halte mein Maul. So, meine Freunde. Wie sieht's aus? Oh, nee, dahinter ist irgendwas. Aua! Oh, jetzt bin ich... Ah, in der nächsten Etappe. Ah, verstehe. Hier saß der Typ. Schade. Ich dachte, ich kann da weiter. Ich wollte bloß hinauszögern, bis ich jetzt reingehe. Hallo? Wessen Herr? Ich glaube, das ist nicht wie Herzen funktionieren, aber ist okay. Wir haben da einen kleinen Subwoofer dran gebaut. Hallo? Oh, die Toiletten in Horrorgames. Es ist immer der Ort, wo du sein willst. Unbedingt. Safe Game? Oh, nee. Irgendwas passiert, wenn ich mich jetzt umdrehe. Buh! Nicht? Schade eigentlich. Oh, hier ist ein Zettel. Gib her. Experimente in Laboratorien, giftiges Gas. Ja, ja, ja. Kennen wir ja. Was hilft uns das? Und was hat dieser Typ eigentlich für ein Interesse an diesem komischen Schädel, Alter? Ich versteh's nicht. Hätte ich das jetzt schon irgendwo finden können? Oh Gott. Zeig mir den Weg, Sunny Boy. Oh, ich kann jetzt hier hoch. Oh, nice. Alright, alright, alright. Ich will aber noch höher. Immer hoch hinaus. Hier ist noch ein Zettel. Nummer 5. Ich habe schon 16 gefunden oder so. Keine Ahnung. Hey, ich bin's wieder. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Manche wurden verrückt, andere haben Selbstmord begangen. Schade, dass nicht alle Selbstmord begangen haben, sonst wäre das jetzt hier ein sehr, sehr einfaches Ding. Die Leute sind gestorben, die Überlebenden wurden zurück zu ihren Familien gebracht. Und wenn die alle so ein Gesicht haben, dann die will doch keiner mehr, Alter. Ich bitte euch. Hallo, was leuchtet da rot? Oh, ich will's gar nicht wissen. Au! Grüß dich! Ey, wenn ich jetzt wieder rauskomme, dann sitzt der hier kerzengerade im Bett. Wie wenn ich den V8 starten würde, ich sag's euch. Bitte nicht, das war nur ein Scherz, ne? Nimm das alles nicht wörtlich. Ich übertreibe gelegentlich, ja? Das musst du nicht immer beim Wort nehmen. Oh! Was? Ich hab's gar nicht gesehen! Hat mich eine Wurst angesprungen hier, oder was? Oh, ach, der... Wow, Alter. Der hat... Gut. Immerhin weiß er zu überraschen. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Ich habe so ein Gefühl, dass es gleich vorbei ist. Oh, da steht wer. Excusez-moi. Darf ich mit Ihnen über unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus sprechen? Jetzt zieren Sie sich doch nicht so. Er lebt auch in Ihrem Herzen. Hat er hier in die Ecke gepickelt? Das Schwein? Jo, Alter, du alles Ferkel. Oh, nicht noch so... Ich wollte da gucken, was da ist, Alter. Mach mich auf diese Animation raus. Meine Fresse. Noch ein Code. Da haben sie ja echt was einfallen lassen. Oh, jetzt sitzen die ja alle. Ist hier eine Sekretärin mit Stöckelschuhen unterwegs? Oder was? Was war das denn? Ich wollte sagen, ich bin froh, dass ich die nicht beim Mittagessen gestört habe. Oh, das sehe dann übel aus, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch für mich. 72. Aha. Ah! Gott, verdammt nochmal. Ist wie auf dem Bahnhof hier. Yo, Alter, ich weiß nicht, wo noch. Gibt's hier sonst noch irgendwo eine Zahl? Ich sollte mich halt ein bisschen besser umschauen. Ich habe das Gefühl, das mache ich eigentlich schon, aber... Digga, ich finde den Scheiß nicht. Hilfe. Oh. Das 9? Nee, das ist bloß... Ah, diese Haken da dran. Ach, 817? Ich weiß nicht. Nee, das ist einfach bloß die Nummer. Ich glaube, also ich suche Zahlen, die genau so aufgezeichnet sind. Irgendwo an den Wänden oder irgendwo. Aber ich find's nicht. Weiß einfach nicht, wo ich gucken soll. Ich habe überall nachgeschaut, Leute. Ich kann mir nicht helfen, es tut mir leid. Wenn ihr irgendwelche Zahlen seht, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht, so mit schwarzem Edding oder so, irgendwo dran gezeichnet. Und jetzt? Und was ist hier? Oh, wieder Dickdarm. Oh, nein, Quest-Item. Ja, das war so klar, Alter. Jetzt habe ich eine Axt im Schädel, cool. Need to get out of here. Ach was, ich dachte, ich kann jetzt hier chillen. Och, nee.
Der Dude nimmt Chillen auch ein bisschen sehr wörtlich. Ich kann da nicht so einfach raus. Ich könnte mich versuchen, durch diese Fenster zu zwängen, aber ich glaube, mein Becken ist da etwas zu gebärfähig für, sag ich mal. Ah ja, immerhin mangelt es mir nicht an Essen. Jo, Brudi, darf ich dich einfach Wilson nennen oder so? Machen uns die Sache hier ein bisschen einfacher. Oh, wait, was war das? Hat er mich jetzt aufgeschlossen? No way! Oh, Feuerzeug hat er mir gelassen, das ist aber liebenswürdig. Ich meine, gut, wenn er vorhätte, mich sterben zu lassen, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot, oder? Vielleicht wollte er es langsam tun, ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Habe ich noch das Quest-Item? Der hat mir alles gelassen. Oh, ich kann hier nicht raus. Das ist zu weit. Muss irgendwas... Ah, natürlich hat er da den Schlüssel hingelegt. Ich brauche was Langes, um das zu holen. Ja, damit kann ich dienen, Schwester. Aber das muss ich dann halt rausschneiden. Täte mir ja im Herzen weh. Oh, nee. Also wenn das keine Chase-Sequenz ist, dann fresse ich einen Besen. 3, 2, 1. Nee, niemand kommt? Wirklich nicht? Da ist was Langes. Sehr gut. Ah! Mann! Hört doch mal auf damit. Der hat mir den fucking Bolt-Cutter weggenommen. Das einzige Ding, was ich brauche. Oh, ich hoffe, hier liegt noch irgendwo ein anderer rum. Ich bitte euch. Hab keine Zeit, ich muss noch nicht Besen fressen, weil das keine Chase-Sequenz war. Oh, ein Brecheisen. Ja, wir wechseln das ein bisschen ab. Okay. Beide Dinge sehr effektiv gegen solche Türen. Ja, komm. Ich meine... Dude, ich könnte jetzt natürlich auch mit dem Brecheisen an den Schlüssel rankommen, aber wir spielen ein Horror-Game, Leute. So einfach ist es nicht. Warte mal. Vielleicht ist es so einfach und der Schlüssel passt... Ist doch gut, Herzchen. In dieses Tor. Ach nee, warte mal. Wait. Och, will ich das? Hallo, wer snackt hier? Oh. Verärgert den nicht, der Mann hat Hunger. Wissen Sie, lassen Sie sich nicht stören, Alter. Ich bin wieder weg, bevor es Nachtisch gibt. Ich muss nur mal... Was habe ich vor? What? Wait, what? Mikkel! Wir haben uns seit 4 Tagen nicht gesprochen. Ich glaube, irgendwas ist mit ihm passiert. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, wollte er an irgendeiner Quest teilnehmen. Die Polizei hat bei der Polizei... Polizei irgendwas... Ich will nicht hier sitzen und warten. Ich gehe dorthin. No way. No way. Ich habe jetzt das schlechte Ende, oder was? Mein Name ist Dimitri. Ich möchte meiner Familie helfen. Nee, Dimitri, mach das nicht. Das ist alles ein abgekartetes Spiel. Die schicken da immer Leute hin, die sie wegknuspern. Ja, die Leute, die... Ich meine, die müssen ja auch von irgendwas leben. Ich bitte euch. Wenn die schon nicht bezahlt werden, oder das werden die ganz sicherlich nicht, weil die haben alle keine Klamotten an, dann wenigstens was zu fressen, ja? Da gehören Dimitris, Mikaels und alle dazu, Alter. Die stehen ja heute auf dem Speiseplan. Ja gut, ich möchte das ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal komplett von vorne spielen. Es sei denn, warte mal. Ich kann bei meinem letzten Slot anfangen. Dann zeige ich noch das andere Ende. Oh, ja, 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 alles klar. Wir machen das noch. Sehr gut. Ich liebe es, wenn Games das machen. Dankeschön, Alter. So, alright. Ich lasse mich jetzt nicht beirren. Das war nämlich absichtlich, dass da irgendwas gegen die Tür geschlagen hat oder wie auch immer. Dass ich da halt irgendwie, ich sag mal, neugierig genug bin, da reinzugehen oder so. Aber ich schätze mal, es ist doch so, wie ich das eigentlich gedacht habe. Genau da war der Tab. Dass ich mit dem Brecheisen hier den Schlüssel suchen muss. Und dann, warte mal. Oder? Oder nicht? Nee, nee, nee. Ich muss irgendwie... Kann ich das nicht ausrüsten hier bitte? Use. Wait. Ich kann es aber nicht benutzen. Oh, ah, hier. Ach so. Ah, ja. Oh, na, das wird ja immer gemütlicher. Bitte nicht. Oh Gott. Alter. Okay, das war nicht schlecht. Ich höre schon wieder das Herz. Oh, warte mal. Kann ich Strom wieder anstellen? Das wird die völlig aus der Fassung geraten lassen. Was zum Teufel habe ich denn jetzt hier geschafft? Oh, hier ist der Boltcut. Oh, meine Fresse, Alter. Alles klar. Gut. Jetzt kann ich da in die Tür rein und dann den Schlüssel und dann irgendwie... raus. Falls ich es beim ersten Mal nicht gecheckt habe. Ich verstehe schon. Ich lasse mich jetzt nicht wegsnacken. Oh, gib mir bitte das. Gib es mir. Dankeschön. Ja, jetzt ziehst du nicht noch eine halbe Stunde rein. Wir haben ein bisschen was zu tun. So, komm mal her hier. Yes, Baby. Als ob ich das mit der Brechstange nicht auch geschafft hätte. Ah, gut. Videospiele.
Ja. Jungs, lasst euch nicht stören. Viel Spaß auf jeden Fall noch. Ich muss da hin, ne? Da ist die Tür. Nee. Jungs, lasst euch mal kurz stören. Hallo? Ich bin's, der kleine Savvy. Ich gehe nun. Ich weiß, das gefällt euch nicht. Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Also macht sofort eure Hausaufgaben. Oh, hier ist ein Schlüssel. Yes. Key to the door. Oh nee, das ist der Typ. Der wartet schon auf mich. Ah! Fuck you. Was soll denn das? Hört doch mal auf mit der Scheiße. Ich glaube, der ist weg. Zum Glück war ich geduldig, Alter. Safe game? Ja, bitte. Kann ich jetzt raus oder muss ich hier nochmal rein? Warte mal. Was ist denn das jetzt hier? Wo bin ich jetzt? Hier sind nochmal Painkiller. Ich glaube, ich war hier schon, right? Ah! Damn, Alter. So ein verfluchter Mist. Okay. Ich glaube, er ist weg. Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Schlüssel dafür, aber oder muss ich noch was finden? Nee, es ist quasi offen. Es ist doch quasi. Hallo? Oh, da ist eine. Ja, es ist offen. Perfekt. Was ist denn hier jetzt los? Ist der Weg abgesperrt? Ach, lol. Oh, ach, da ist das Tor. Oh, mach doch nicht so zwei Sachen, die genau gleich aussehen. Das ist doch beschrubbt, Alter. Wer sollte da durchblicken? Das war vorhin genauso mit dem Fenster, ey. Ja, und leck mir an die Füße, Alter. Ich bin raus. Kannst ja versuchen, hinterherzukommen. Das ist unerlaubtes Fehlen am Arbeitsplatz. Nee, warte mal, hä? Das ist auch zu. Was? Nee, warte mal, das ist das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Ich dreh durch, ey. Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich muss die Bretter finden und über den Zaun klettern. Oh, was für Bretter, Digga. Am Eingang des Kellers, da waren Bretter. Ja, cool. Bitte dreh dich nicht um. Gib mir das. Ach, das ist kein Brett. Wait. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich weiß nicht. Hier ist der Eingang zum Keller. Oh, warte mal. Hier. Die soll ich mitnehmen, ne? Man hätte sich's halt auch schön einfach machen können. Sehr stabil. Cool. Ja, nevermind. Hallo alle, ich habe mich seit langer Zeit nicht gemeldet. Es war schwer. Freunde, danke für euren Support. Ich habe mich dazu entschieden, Journalisten von diesem Ort zu erzählen. Die haben dir ganz sicher geglaubt. Ja, die ermitteln jetzt gegen den Organisator dieser Quest und es gibt Neuigkeiten. Ich habe ein Jobangebot in einer guten Firma. Mein Anwalt hat gesagt, dass ich bald in der Lage sein werde, meinen Bruder nach Hause. Oh, das ist aber herzerwärmend. Was haben sie denn mit Mr. Smashface gemacht, Alter? Arbeitet jetzt im Zoo, oder? Okay, gut, dankeschön. Das war sehr nervenaufreibend, ja? Damit schließen wir You Must ab. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut und ciao! fuck.